so Freunde, die begleitet mich jetzt tatsächlich auf meinem allerersten Trip bzw. Flug komplett alleine. Das einzige Mal sonst war ohne meine Eltern mit T-Max nach London, aber selbst da war ich ja nicht alleine, sondern mit T-Max. Jetzt das erste Mal, ich bin aufgeregt, aber ich freue mich, es geht los. Geil. Wir haben es geschafft, Step 1 in der City Barcelona, Plaza de España. Ey, krank, Alter. Wir sind schon jetzt hier mitten in Barcelona, heftig. Muss ich nur noch den zweiten Bus oder so finden oder Bahn, ich weiß gar nicht. So, Freunde, ich habe den Weg gefunden. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Fuß jetzt zum Hostel. Wir sind jetzt mitten in einer riesen Metropole, hier mitten in Barcelona. Ist auch einiges los hier. Aber das Wetter ist ganz spannend eigentlich. Es geht gerade so mit dem Pullover und jetzt gehen wir noch 10 Minuten ungefähr zu Fuß bis zum Hostel und dann schauen wir mal, was wir machen. Ist noch ganz entspannter Skaterpark, sind mit am Skaten, auf entspannt. Haben auch erst 21 Uhr. Champions League hat gerade begonnen, Bayern gegen Arsenal und Real gegen City. Rein theoretisch das andere Spiel auch noch mitnehmen können, aber ich glaube, es wäre preislich halt auch teuer geworden und lohnt sich doch alles dann im Endeffekt nicht. Wir sind wegen Dortmund hier, nicht wegen Real oder so. Auf jeden Fall befindet sich das Hostel auch fast direkt am Hafen. Also es ist relativ zentral gelegen, warm, halt Wassernähe, aber nicht direkt beim Strand, sondern Richtung Hafen. So, Freunde, ich bin im Hostel angekommen, das ist hier das Zimmer. Hier ist mein Bett, kann man entspannt zumachen. Da hinten, ja, seht ihr jetzt nicht, ist noch eine Lampe, Steckdose und so weiter. Ist eigentlich ganz gemütlich, muss ich sagen, ist ganz okay, ist fresh. Die Leute sind sehr korrekt hier drauf. Und jetzt machen wir noch einen entspannten Abend, vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, meine Freunde, einmal seine Game Prediction für morgen Dortmund gegen Atletico Madrid. 1-1. 1-1 sagst du? 1-1. Und was sagst du, Rückspiel, wer kommt weiter? Dortmund kommt weiter, 2-1. Dein Name? Joshua. Joshua, einmal bitte lieber in die Kommentare für Joshua, mein Bruder. Und dann sehen wir uns morgen wieder, meine Freunde. Gute Nacht. So, guten Morgen, meine Freunde. Ich bin ausgecheckt, schon aus dem Hostel. Und jetzt geht's auf dem Weg wieder zum Flughafen direkt. Weil jetzt geht's nach Madrid. Wir müssen Barcelona leider schon sehr früh Tschüss sagen, haben uns gar nicht richtig angeguckt hier. Muss auf jeden Fall mal wiederkommen. Gibt bestimmt einiges, was man hier machen kann und sich angucken muss. Aber jetzt geht's erstmal nach Madrid. Bin jetzt ganz entspannt am Flughafen angekommen. Jetzt suche ich mal den Sicherheitscheck-in, gehen wir da erstmal durch. Ich hoffe, dass es nicht überfüllt ist, dass wir ganz entspannt durchkommen. Hab jetzt eigentlich noch fast 2 Stunden Zeit. Von daher eigentlich relativ entspannt geplant alles. So, meine Freunde, durch den Sicherheitscheck-in durch und natürlich, selbstverständlicherweise, habe ich auch schon das Matchday-Outfit an. Eine OG-Jacke, da habe ich auch eine lange Story zu dir, hau ich jetzt aber nicht raus. Im Endeffekt habe ich es einfach nur durch eine App, durch so eine digitale Token-App bekommen, habe ich mir die gekauft. Geile Jacke, Retro-Jacke von früher und ja, jetzt mache ich mich hier auf dem Weg zum McDonalds oder sowas, irgendwas Entspanntes zum Essen. Wenn ich gleich übertreiben, deswegen erstmal einen warmen, schönen Empanada. Das ist so eine gefüllte Tasche mit Spinat und Wasser, San Pellegrino. Weil dafür zahlt man hier schon ganze 7 Euro, glaube ich, fast waren das. Ja, 6,70 Euro heißt, können wir uns das erstmal danach. So, Freunde, ich bin nochmal rüber geswitcht zum nächsten Café. Sieht sehr, sehr geil aus. Mal gucken, ob es auch so schmeckt, wie es aussieht. Jetzt habe ich immer noch mein Wasser und dafür habe ich jetzt gezahlt ganze schlappe 3,75 Euro. Das ist eigentlich okay für Flughafenpreise. Doch, Freunde, ich mache jetzt meine Videos angelehnt auf Finnisch, bisschen inspiriert. Taste mir das Ganze. Ich fühle mich jetzt wirklich immer, oder ich muss immer an Kami denken, immer an Kürtisch denken, wenn ich mir sowas einfach in meinen Mund reinhaue und gerade einen Vlog mache. Das ist gestört. Deine Videos haben mich auseinandergenommen, mein Bruder. Auf jeden Fall testen wir das Ganze doch nochmal. Boah. Doch. Boah. Ich sag euch ganz ehrlich, und sehr, sehr, sehr gefährlich mit dieser Süße und dann dieses Frische von den Erdbeeren und den Kiwis. Das ist sehr, sehr geil, richtig frisch.
Ich bin ganz entspannt, das nächste Problem ist gelöst. Kabel für den Powerbank habe ich nämlich zu Hause vergessen. Habe ich mir ein neues gekauft für 5 Euro. 5 Euro geht klar. Habe ich auch ein kürzeres, 1 Meter ist perfekt. Weil ich hätte mal ein zu langes gehabt, wenn ich jetzt Stadionvlogs mache und so weiter, hängt das immer aus der Tasche viel rum. Passt perfekt. So, Freunde, Gate ist da. Ich habe jetzt auf Schmackofazio nochmal so ein Eis-Strawberry-Latte. Nee. Eid Mubarak an der Stelle auch noch an alle meine Muslime. So, Freunde, ich bin jetzt im Flugzeug. Es geht gleich los. Ich bin gespannt, Alter. Ganz gespannt. Ne? Platz am Fenster. Ich habe ein Angebot bekommen von ihm auf Twitter, ein korrekter Typ. Der hat mir gesagt, der hat ein Airbnb, der hat Platz frei, sein Kollege ist nicht gekommen. Und dann zahle ich dem einen Teil von ihm und schlafe damit. Gehen wir zusammen zum Stadion. Okay, folgender Plan, Freunde. Es geht jetzt erstmal zum Plaza de España. Da gucken wir uns so eine große Gebäude an. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall gucken wir uns da ein bisschen so den Ort an, Madrid an, gehen ein bisschen rum und dann noch was essen. Weil der eine Kollege da mit dem Airbnb, der hat noch eine Tour im Bernabeu, glaube ich, guckt er sich an. Und das heißt, wir treffen uns mit dem anderen Kollegen wahrscheinlich und essen dann gleich was. Und dann geht es später noch mal kurz ins Airbnb, bevor wir zum Treffpunkt gehen. Der ist dann nämlich auch in der Nähe mit dem Fan-Treffen. Und genau, dann bis nachher. Wie ein Dummkopf, ne? Ich habe 10 Minuten lang hier gerade rumgelobt und wirklich mein Geld schon die ganze Zeit voll reinmachen, Bruder. Nach 10 Minuten, ich gucke so, warum geht nicht? Hier war das, Digga. Ey, unglaublich. Wie ein NPC, alle gucken mich an. Boah, Bruder, ich hätte mir echt eine Sonnenbrille mitnehmen müssen, ne? Was ist das hier? Geiles Wetter, Digga. Ich hatte gesehen, es sollen 18 Grad werden oder so, aber es fühlt sich echt an wie 25. Sehr, sehr geiles Wetter. Jetzt marschen wir hier ein bisschen, durch die Stadt und dann ich gucke in der Zwischenzeit schon mal, ob ich was finde, was Geiles zu essen. Der andere Kollege ist auf dem Weg hierhin. Ich bin hier gerade zufälligerweise gerade vorbeigelaufen und es sieht einfach aus, als wären hier anscheinend eben oder als würden die gleich kommen, die Spieler gewesen. Ich stehe mehrere Leute mit, da vorne ist auch BVB-Logo abgebildet. So, Freunde, wir sind jetzt, also ich bin jetzt hier im Sabatini-Garten und ich gucke mir jetzt gerade den Royal Palace of Madrid an. Was gibt es da viel zu sagen, ne? Sieht geil aus. Ja, sieht echt heftig aus da hinten. Kann man sogar bis ganz weit in die Stadt reingucken. Hier sind schon die nächsten Gebäude und so eine kleine Aussicht. Ganz entspannter kleiner Park, sind nicht so groß. Und da vorne der Palast. Sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Oh, das sieht gestört. Gestört, geil aus. Digga. Aber dafür, dass das Stadion 2017 gebaut wurde, ist jetzt auch nicht das geilste Ding, muss man dazu sagen. Ja, das sieht ehrlich nicht geil aus. Zumindest von außen. Digga. Im Stadion, schaut euch mal bitte die Skyline an, Alter. Schaut euch Junge, diese Skyline an, da kommt dieses drecksneue Gebäude. Aber Digga, diese Skyline. Geil, und wir sind im Stadion drin. Let's go. So, wir sind im Stadion, Freunde, noch eine Stunde bis zum Spielantritt. Sieht von innen auf jeden Fall schon mal besser aus als von draußen. Oh!
Spiel geht los, Junge. Ich meine, Bruder, natürlich, man steht 2-0 zurück, aber peinlich. Ich schwöre, auswärts schlechte Verstimmung. Oh mein Gott, Digga. Auf der Welt nichts Schöneres gibt. Borussia Dortmund. Sehr wichtiges Tor, wenn das zählt. Sehr, 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 sehr wichtig kann das werden. 1-2 geschossen. Das kann so wichtig werden. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zur U-Bahn. Wir haben den anderen Kollegen und seinen Vater verloren. Wollten da gerade so einen Ausgang runtergehen. Kommt auf einmal so ein Polizist mit seinem Pferd an und meint einfach nicht kommunizieren zu müssen. Läuft da auf uns zu. Ich schwör's euch, ich stehe da, ich gehe rechts vorbei, links vorbei. Boah, der läuft weiter mit seinem Pferd auf mich zu. Auf einmal, ich gucke ihn an, er labert irgendwas auf Spanisch. Macht so Handzeichen, ich soll weggehen und so. Auf einmal, ich check, okay. Sag doch gleich, dass ich weggehen soll, Bruder. Was macht der? Ich schwör's euch, Digga, das ist. Also so weit war das Pferd jetzt auch nicht weg, vielleicht einen Meter noch oder so. Bin ich einfach auf einmal weggerannt, aber. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Hause. Beziehungsweise Richtung Hostel erstmal.
Und haben uns dann noch was bei Taco Bell geholt. Haben aber Glück gehabt, oder KFC, McDonalds, alles gegenüber, hat alles zugemacht. Jetzt die Stellung jetzt noch bekommen hier. Nehmen auch nichts mehr auf. Jetzt geht's in Hostel, ins Dings, Airbnb, schlafen wir da. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. An der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Danke fürs Zuschauen. Und ja, war ein geisteskranker Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ganz kurz, Jungs. Ich esse erstmal Taco Bell. Sag ich ehrlich, Taco Bell auf die 1. Also vielleicht liegt es daran, dass ich nicht viel gegessen habe. Aber der Burrito, heftig. Die Pommes sind blabberig, aber das Pommesgewürz ist Baba. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei Taco Bell schon mal gegessen habt und ob es das überhaupt in Hamburg gibt oder Deutschland allgemein.